Hallo meine lieben Freunde, na, seid ihr bereit für einen weiteren Part Pokémon? Also ich bin's auf jeden Fall, denn wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Da ist ein Trainercoach, da hinten sind ein paar Trainer. Und damit der Trainercoach mir vielleicht nicht zu schwer ist, will ich ihn jetzt ansprechen, bevor ich die anderen mache. Die Gegend hier, diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainercoach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Du bist ziemlich stark, willst du gegen mich antreten? Yeah! Ich will dir eine Lektion erteilen, die sie gewaschen hat. Sehr gerne! Nicola? What? Hallo! Das sieht. Der Name. Da fehlt nur noch ein I hinter und dann wäre es mein Name. Wow! Kein Wunder, warum die mir sympathisch kommt. Ein Macholo. Interessant. Da lasse ich glaube ich doch mal Andreas ran. Damit Andreas sich auch noch entwickeln kann. Wow! Das war aber gerade was Neues. Komm, Andreas, das kriegst du hin! Puh, dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion erteilen und nicht umgekehrt. Ah, ich mag die immer noch! Die hat fast die gleichen Namen wie ich! Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Geowurf, Heidewitzka! Dieser Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémons an, die er sie einsetzt. Also 15, okay. Ja, sehr schön gemacht. So. Nicola, ich will dich nie vergessen. Oh. Ist das ein Nidorino? Hi. Na du? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémoniker. Was guckst du mich denn so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Okay, ich steige in den Portal und du startest von meinem PC aus ein Teilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Alter, was bist du denn für ein Genie, ey? Line will auch noch irgendwas. Line hat Vorrang, mein Freund. Line sieht verwundert das sprechende Pokémon aus. Ja, Line, da bin ich auch verwundert drüber. Oh, wie putzig. Nein, Kopf. Kopf auch nicht. Hier? Und um eins? Okay. Du kannst ja richtig süße Geräusche machen, Line. Ermöglicht es dir, mit Lines Chance zu spielen. Ja, hab ich da schon. Ja, ich weiß auch nicht weiter, Line. So. Auf dem PC-Programmsteuerung des Teleporters. Warum zum Teufel hat sich Nino, nochmal sie Remixer wie einen Puckball reinversetzt? Ey, kannst du bitte ein bisschen beeilen? Ja, ist ja gut, Herrgott. Das ist ein Zellenteilungsprogramm des Teleporters in Gang. Da scheint mir das echt zu sein. Das ist Bill? Sehr ganz nett. Gut aus, muss ich mal sagen. Puh, tausend Dank. Du hast mir ja echt was gut bei mir. Hey, was sind in meinen Augen denn da? Du trickst in deinem Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum.
Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und dein Pokébox voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich als Dankeschön für die Rettung eben. Bootsticket von Bill. In Urania City liegt die große Kreuzerschiff vom Anker, die MS Anne. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schniegel für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreisen. Falls du noch jemanden mitbringen willst, viel Spaß. Ja, danke schön. Was sagst du dazu, Line? Line war ja vollkommen begeistert, das, was in die Luft geflogen ist. Warum mag sie meine Kokos? Dieser Blick, ey. Ich darf völlig fasslos in Bills Richtung. Ja, Line, da bin ich auch baff. Line haben noch reden gehört, wo sie gar nichts gemacht hat. Die Maschine ist auch beeindruckend. Der pennt hier anscheinend auf der Couch, ey. Bis deine Bill. Hat sich schon voll gelohnt, hierher zu kommen, ne? So, und hier wird es wieder runtergehen. Und da ist der Schneider. Da müsste eigentlich nur mal hin. Aber ich kenne ja auch gar keinen Zerschneider. Remixer, alles klar. Remixer und du vielleicht was gefunden. Oh, eine Himbeere. Danke, Remixer. So, ich kann jetzt mal gucken, ob ich vielleicht jetzt schon genug Pokémon gefangen habe fürs Glumanda. Wenn ja, dann weiß ich auch sogar schon, wie ich das nenne. Hallo? Ich kann einfach kein Pokémon trainieren. Es tut mir leid, zu beschwappen. Und? Schon genug? Nee, habe ich nicht. Das Glumanda will ich ja schon gerne mitnehmen, bevor ich abhaue. So, wenn die Fangserie nicht weiter unterbrochen worden ist, dann ist Tops jedoch sogar noch mal in die Fangserie mit drinne. Was? Was bist du für Dopsy? Naja, erstmal ein bisschen. Nein, nein, will ich nicht. Hör auf zu springen, Taubsi! Du machst alles kaputt. Ach, Taubsi. Jetzt geht das peinliche Fang wieder los. So, jetzt aber. Ruhe im Karton. Dein Ernst? Gut, kriegst du von mir die Bäre, aber dann bleibst du auch wirklich drin, okay? Ach, Gottes Willen. Komm, du hast was von mir zu futtern gehabt, damit nur die Fangserie nicht aufhört. Danke. Geht doch. Meine Fresse, Taubsi. Die lässt aber ganz schön lang auf dich warten. Ich glaube, das bleibt aber trotzdem nicht drin. Oh doch! Ja, sehr schön. Noch ein Blutzock. Wie mir ist das sehr glücklich, dass man spitzen kann. Jo. Freue mich doch, wenn die alle sich freuen, mal. Na gut, dann nehme ich nochmal eben.
Ja, das ist wieder mal. Jo, jetzt reicht's aber! Danke, dass du mir zu mir gesprungen kommst. Sehr nett, Blutzuck. Hui, da kriegen aber viele Level ab. Und bei Andreas ist jetzt auch soweit die Entwicklung. Sehr schön. Andreas wird zu einem Top-Oga. Nice. Dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Ja, sehr schön. Ja, und Blutdruck, zack. Auch noch gut. Am besten. Kannst du mal ein bisschen mal bitte zu mir kommen? Warum fliegt das denn jetzt immer so schräg? Gerade mal ist. Oh, come on, Blutzuck, dein Ernst? Was geht da schon wieder los, ey? Oh, jetzt hör auf damit! Blutzuck! Na, wenigstens lässt sich Blutzuck gleich ein. Also im Sinne, dass jetzt bleibt. Von der Fangserie, naja, die ist leider nicht so gut. Ich weiß ja nicht, Crazy. Könntest du dir auch sonst vorstellen, Blutzuck zu sein, wenn ich dich mal fragen darf? Doch Blutzuck finde ich auch cool. Naja. Hollyo muss ich vielleicht auch noch fangen. So, mein Team ist mittlerweile eigentlich ziemlich stark, würde ich meinen. Da dürfte die Arena kein Problem sein. Und das Mauzi nehme ich noch mit. Habe ich das überhaupt schon gefangen? Oh, ist sogar noch ein weibliches Mauzi. Da wird sich Line freuen. So. Dann habe ich das Pokémon gleich auch gefangen. Jupp. Gleich einen neuen Eintrag im Pokédex. Sehr schön. Also ich glaube, die Arena dürfte überhaupt kein Problem sein. Dieses Pokémon ist offenbar nachtaktiv. Es liebt glitzernde runde Gegenstände und stiehlt diese bei jeder Gelegenheit. Ja, passt ja gut. So, alle Pokémon gefangen, die es gibt. Jo. Lest mir jetzt ein Club Mandauer, ist immer noch kein Bock. Ich habe gerade 5 weitere Pokémon gefangen. Muss mir so viele fangen. Ah ja, pff. Meine Güte, ich hab doch eigentlich, ich hab doch mindestens 50 Pokémon gefangen. Steht das nicht irgendwo hier? Ins zusammengefangene Pokémon 42. Achso, scheiße. Ja, gut. Naja, mal erst mit der Arena, sonst wäre ich hier zu krass overpowered. Ach, da geht's ja gar nicht lang. Ich bin so ein Trottel. So, dann machen wir eben noch die Arena für diesen Part. Ich denke mal, so extrem lange dürfte die eigentlich nicht dauern. Ich meine, wir haben Line, wir haben Sang, das dürfte eigentlich kein Problem sein.
So, dann alle einmal kurz heilen lassen. Mein schönes Pokémon-Team. Ehrlich gesagt, mit den Pokémon, die ich gerade habe, bin ich schon zufrieden. So, ja, Sang ist vorne, passt. Wo geht's zur Arena? Ich glaube da oben hoch. Genau da unten. Oh, ich bin genau. Da ist Pokémon, da ist die Arena. Oh Gott, bin ich blöd. Und gegen diese Badezimmerschönheiten hier so. Oh! Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Geräte nass machen. Also, der kommt jetzt. Das ist aber wirklich posig hier, was hier macht. Da kann ich doch nicht anders. So, aber die, wenn ich mindestens Level 15 haben sollte, sollten die. Level 16? Oh, okay, vielleicht habe ich doch jetzt die Arschkarte. Los, Sang! Oh oh. Nein, Sang! Sang, du kannst es schaffen! Sehr schön, weg damit. Ich hätte ein bisschen Sorge schon, dass ich überpowered bin hier in der Arena reingehe, aber gar nicht. Nintendo, 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 ey. Hey, Edgar. Das sind wohl drei Schwestern. Ja, stimmt. Hat Misty nicht, was? Dann pass mal auf. Ich bin nämlich da eine Dame, die mit einem Wascher gewaschen ist. Ja, ja. Hatte Misty nicht auch drei Schwestern gehabt im Anime? Hatte sie doch, ne? Oh Gott, Muschas. Verdammt. Muschas hält ordentlich was aus. Und ich hätte dann nochmal die Mitteilungen deaktivieren sollen. Egal. Und dann noch ein neues Spiel. Ich glaube, den nächsten Angriff könnte Sang nicht überleben. Ja, ich muss unbedingt diese Sachen mal ausmachen, ey. Oh, Line scheint sauer zu sein. Können wir auch so, sogar denken, war es Hype, aber eher auf mich. Weiter so. Tja, Line kümmert sich um diese Tussis. So, ich heile nochmal im Chord Sang. Und da kommt die dritte auch runtergesprungen. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Irgendwie macht jeder von euch diesen Sprung. Da ist nichts Besonderes dran. Alter, diese Pose, warum machen die alle die, ey? Das ist ein Kinderspiel, immer noch. Ja gut, Kinderspiel geht nicht. Viele sind mit Pokémon groß geworden. Aber trotzdem. Oh, guck mal, da ist Chicken. Sang, ich weiß, im Soul Silver seid ihr Freunde, aber du musst jetzt stark sein. Sehr schön gemacht, Sang. Level 18, das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen.
Den Spezialangriff sogar auch noch auf. Sehr schön. Ja, dass meine Pokémon Golf-Medaille verdienen, ist schon klar. So, gegen Misty. Ich glaube, das überlasse ich doch mal der Chefin. Hallo Misty! Hey du! Was ist dein Motto mit bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich von meinen Lieblingen in Acht. Selbstüberschätzung. Wie gut, dass ich Line vorne habe. Oh, cool, der Anton. Da muss ich ja das Anton aus dem Anime denken. Anton war cool, konnte ich schwimmen. War wie ich damals. Konnte auch lange nicht schwimmen. Line, zeig mal, wer hier die wahre Schönheit ist. Oh, ein Paralyse. Oh, Line geht richtig ab. Komm, der hat doch immer Kopfweh. Hau ihn nochmal drauf. Line geht richtig ab. Was kommt jetzt? Dami? Können wir noch vorstellen? Garados? Ist Dami. Quatsch, Line rockt das hier ohne Probleme. Obwohl Dami hält, glaube ich, sehr, sehr viel aus, ist das Problem. Aber Stami ist auch cool, war ja auch jemand. Ich glaube, das war Maxim damals noch. Oh, Line! Sehr schön. Oh, Paralyse. Oh, Line, du bist gerade in Bombe. Zweimal Paralyse schon reingehauen. Los, Line, jetzt beende es aber. Hoho! Line zerstört alles, was mit rein nicht auf dem Baum ist. Was für eine Frau, was für Pokémon, ey. Ey, der wird's geil. Tja, Missy, gegen meine Line kommst du nicht an. Wow, ich hab verloren. Nix hätte ich drauf gehabt, nix. Line hat dich im Alleingang platt gemacht. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Überlasse dir den Quell on als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Line hat das ganze Ding alleine gerockt, ey. Mit den Quellohren in der Tasche gehorchen die alle Pokémon bis Level 3, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Sieh da. Oh, Silwasser ist wirklich gut. Mit der TM kannst du Pokémon die Attacke Silwasser beibringen, wenn sie auf Pokémon an die Wasser leben. Und Line, was sagst du dazu? Ja, da freut sich jemand. Hast du toll gemacht, Line. Ganz brav, ganz, ganz brav. Oh, was geht, dass man das Evoli auch so mit dem Schwanz spielen kann? Hast du fein gemacht? Ja. Sehr schön, alles platt gemacht, ey. Und das ohne Probleme. Freunde, hat euch der Part gefallen? Mir hat er aber richtig gut gefallen. Eine gute Arena, diesmal auch ein bisschen Level höher, aber trotzdem kein Problem für unser Team. Ja, beim nächsten Part geht's weiter. Und ja, schaltet mir mit ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.